Ich begrüße euch alle zur Sendung. Heute mal der Medienkanzler ein bisschen ernsthaft, auch wenn hier in der Kulisse, wo an sich als Captain Rex in der Star Wars Lounge tätig ist, das heute aber diesmal eine politische Sendung, die nicht so politisch ist, mehr wirtschaftlich. ZDF, ARD und so weiter sprechen ja immer vom Stromanbieter, Abzocke oder Strom ist so teuer, dass man es sich nicht bezahlen kann. So, wir haben ja aber Fälle von Kunden, die arglistig wirklich getäuscht werden von Stromanbietern. Heute müssen wir mal einen Pranger machen für SWK Energie GmbH Krefeld, die auf der Tabelle 108 sind, schon weit im Purpur, schon weit im Rufzeichen, den 13,4% teurer wie alle anderen in der Norm hier in NRW. Die Firma selbst ist um 9,5% über Norm in der Realität NRW. Also reichlich teuer, sagen wir aufgerundet, 14% bis 20% teurer wie alle anderen Anbieter, die wir da so haben. Auf eine Art ist es dem Medienkanzler, meiner einer, auch vollkommen total egal, wer da wie da, sollen sie machen, sollen sie glücklich werden oder die Kunden sollen da mit den Firmen klarkommen. Auf eine Art freuen wir uns natürlich auch, dass wir eine wunderbare Figur auf den Weg gebracht haben, die also den Absender glücklich gemacht hat, weil wir machen heute eine zwiespältige Sendung. Einmal eine Sendung über Kunden, die wirklich sich fragen, was ist das hier ein Rechtsstaat, was ist das hier überhaupt? Ich verstehe das nicht. Jeder versteht, wenn man einen Vertrag eingeht, ja, man unterschreibt so einen Vertrag und dann irgendwann kommt so eine Abrechnung und dann kommen plötzlich zwei andere Verträge. Guten Tag, die Firma SWK Energie, die SWK Energie GmbH in Krefeld hat 2 Monate nicht geliefert. Dafür kriegen wir 1000 Euro Stromkosten für 2 Monate. Für 2 Monate. Also die Familie hat da keinen Hochofen. Also ist eine komplett normale Sache. Wir haben uns Mühe gegeben, deswegen ist diese Sendung entstanden. Wir wollen anderen Leuten auch helfen, denen auch arglistig getäuscht wurden, denn wir werden alle mittlerweile arglistig getäuscht, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber hier ist so viel passiert, so viel daneben gegangen. Also die Firma SWK Energie GmbH aus Krefeld hat, hier wurde angerufen, gefragt, was ist denn da geschehen, anstatt irgendwie es zu klären. Nö, hat man da noch einen Vertrag zukommen lassen, der natürlich nicht ab, also nicht unterschrieben, nichts, aber einfach daher lief. Na, ein ganzes Jahr lang lief der. Also 2 Verträge der SWK Energie GmbH Krefeld liefen, obwohl nur einer unterschrieben, über Verivox gezogen. Ne? Verivox. Wir haben also heute Verivox gefragt. Hallo Verivox, was macht ihr eigentlich mit den schwarzen Schafen? Die dann sofort, wir brauchen die Nummer, bla bla bla. Die ziehen sich dann da raus, haben keine Lust, Verivox. Ne? Ist klar. So, dann haben wir mal die Deutsche Anwaltsverein, DRV, Anwaltsverein, das hört sich auch wieder so an. DRV, beraten dürfen wir nicht. Tut mir leid, Sie können sich da irgendwo einen Anwalt. Hallo, das haben wir alles schon hinter uns, Anwälte und so weiter. So, dann haben wir natürlich auch mal diesbezüglich die Wahrheit und nicht als die Wahrheit mal den Fernsehen zukommen lassen hier. Westdeutsche, ne, Lokalzeit und so weiter, da kriegst du überhaupt kein Echo. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist nur hier im Online-Fernsehen möglich, weil die Realen sind nämlich abhängig vom Strom, abhängig von ihren Werbeleuten. Die würden niemals versuchen, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit in die laufende Kamera zu schreiben. Wir sagen, dass die SWK Energie GmbH in Krefeld doch wirklich reichlich Mist gebaut haben. Und diesen Fehler haben die sowas vertuscht. Wir haben jetzt alles, wir haben die Bundesnetzagentur und so weiter. Die haben auch sich das da angesehen und wollten es einfach nicht verstehen, dass diese Firma einen Vertragsbruch gemacht hat. Die Firma hatte einen Vertrag, hat 2 Monate überhaupt nicht geliefert, hat nichts gesagt. Die Kundin hat bezahlt, durchgehend, volle 12 Monate. Warum ich jetzt hier vor laufender Kamera bin, weil ich einfach stinksauer bin, dass der jungen Frau, wie gesagt, ein Fender vor der Tür steht, obwohl die junge Frau gar keinen Fehler gemacht hat. So schnell kommt man in eine Schuldenfalle, so schnell werden einem die Konten gepfändet und so weiter und so fort. Und wenn wir uns nicht auflehnen und sagen, halt, stopp, es gibt keine Armutsuntergrenze, die schreien immer was von ein Ding ist Obergrenze. Die Leute lassen mehr Arbeitslosigkeit zu, mehr Obdachlosigkeit zu, mehr Verbrechen zu, wirtschaftliches Verbrechen lassen die zu, wie Verträge, die nicht eingehalten werden und so weiter und so fort.
Ich habe heute recherchiert im Netz, deswegen seht ihr das Netz da vorne noch. Ich habe es noch nicht weggedrückt, weil ich da noch im Gespräch war, dessen, da wir eine Figur hier aus dem Star Wars Lounge einen weitergeleitet haben. Auch wir bemühen uns immer, dass was Ordentliches ankommt. Aber wir sind stinkesauer, dass Firmen, Stromfirmen, die Leute abzocken, wie dieses ganze Digitale die Leute jetzt abzockt. Wir sind der Meinung, ist nur eine Meinung, meine lieben Freunde, nur eine Meinung, eine öffentliche Meinung, die hat kein Replay von dritten Meinungen oder so, ist auch keine aufgebauschte Meinung, sondern wir sind der Meinung, dass wir getestet werden. Wir alle werden getestet, wie weit können wir gehen, bevor das Volk sauer wird. Ja, was anderes ist es nicht. Das Volk wird getestet, wie weit können wir gehen, wie weit können wir die auspressen, wie weit können wir die fällig machen im Strombereich, im digitalen Bereich, im politischen Bereich. Wie weit können wir gehen, bis wirklich irgendeiner wach wird und sagt, ey Leute, stopp, wir haben die Schnauze voll, komm, rebelliert. So, wir haben jetzt eine Jamaika-Ampel und jeder weiß, wenn eine Ampel zerbricht oder kaputt geht, rechts vor links. Das ist die sogenannte Straßenverkehrsordnung. Wir sind immer rechts vor links, zum Beispiel. So, und all solche Sachen, aber wie kann es sein, dass so ein schwarzes Schaf wie die SWK GmbH Stromanbieter in Krefeld mit ihrem Rechtsberatungsstellen da die Leute fertig machen können, vor Gericht ziehen und vor Gericht so viele Lügen verbreiten, dass der Richter das glaubt und dann sagt, okay, nö, war so. Nein, war eben nicht so. Gut, die junge Dame kann Pech gehabt haben, dass der Anwalt, der war eine Anwältin, die halt irgendwie nicht konnte. So, jetzt kommt der nächste Hammer. Man darf ja auch in Berufung gehen und sagen, stopp mal, hier stimmt doch was nicht. Hier wird ein Vertrag nicht eingehalten. Tja, dann prüft das natürlich die Rechtsschutzabteilung. Die Rechtsschutzabteilung will immer ein Signal haben, dass sie gewinnen. Ja? Ich weiß zwar nicht, wie das gehen soll. Hier, ich signalisiere die, mache jetzt einen Prozess und ich werde gewinnen. Wie soll der Quatsch gehen? Aber das ist halt so. So, die Rechtsschutzabteilung hat das natürlich geprüft, hat es zu lange geprüft, hat dann ein grünes Licht gegeben. Natürlich, Vertragsrecht, klar, logisch. Berufung, natürlich, klar, logisch. Du darfst auch einen neuen Anwalt nehmen. Und dann heißt es, nö, ist vorbei. Die Zeit ist abgelaufen. Ja, der neue Anwalt wollte fast 600 Euro haben, nur um zu sagen, nee, ist abgelaufen, tut mir recht herzlich leid. Ja, und dann behauptet dieser Anwalt noch, hätte einen ganzen Monat gearbeitet, in dem ich hatte nur 2 Tage gearbeitet. Aber egal. Also wir helfen wirklich diesmal, ein bisschen veröffentlichen wir das, um den ganzen Unmut mal rauszuhauen. Um mal anderen zu fragen, ist euch das auch mal so gegangen, dass wirklich alles schief läuft. Einer, ihr fragt den Fernsehen an, oh, das geht nicht, da dürfen doch keine Rechtsberatung machen, um Gottes Willen. Und dann spricht der Anwalt an, erstmal Kohle, ganz viel Geld und dann, das geht gar nicht. Ist gelutscht, der Drops ist gelutscht, ey Leute, das geht nicht mehr, aber 500 Euro haben wollen. Also, was ich mich frage, deswegen ist die Sendung heute, denkt dran, ist immer ein Style, Satire, das ist nicht immer so ernst gemeint, aber ist die Wahrheit und ist das die Wahrheit und die Wahrheit ist einfach nur irre. Die Wahrheit ist einfach nur irre. Da rufst du jemanden an, hör mal, ich bin umgezogen, ich brauche einen neuen Stromanbieter, weil mein alter Stromanbieter kann hier nicht greifen. Okay, machen wir. Ja, aber ich habe HTNT. Oh, ist doch egal, ist okay, machen wir. NT kriegst du für 19 Cent und HT kriegst du für 22 Cent. Kriegen wir alles hin, machen wir. Und ich sage, ja, kommt plötzlich ein anderer und sagt, ey, ich kriege für 2 Monate 1.000 Euro, weil wir sind ja Grund. Wir sind ja Grund, der Grund. Und so weiter. Und dann entsteht natürlich ein Krach. Denn, ey Leute, kann doch nicht sein. Ey, 4.000 Euro nachblechen für eine klitzekleine Wohnung, wo kaum Strom läuft. Haben wir nämlich prüfen lassen. 4,3 kW am Tag und im Winter höchstens 8,1 kW am Tag. Rechnet es bitte mal aus. Mal 7 Tage, mal 4 und so weiter, wie so KW da läuft. Ja? Und dafür Strom abgenommen wird. Da einmal 19 Cent und da einmal 20 Cent oder 24 Cent, je nachdem, wen ihr da habt, bei HT und NT. Also die Leute, die natürlich eine Stromrechnung haben, wunderbar. Aber die Leute, die diesen Nachtspeicher haben, die können, ne? Warum mache ich die Sendung? Die Sendung mache ich heute wegen dem ZDF. Der ZDF sagte heute, ja, Stromanbieter, der Strom wird teurer, bald kann sich den keiner mehr leisten, vor allen Dingen die Ärmsten nicht. Hallo? Strom muss nicht so teuer sein, ist nämlich alles gelogen. Strom fließt immer. So, Strom fließt immer, nur man muss ja jemanden anrufen, man muss diesen Strom ja bezahlen. Das dauert 4,32 Sekunden. Man ruft also an, mein Name ist, ja, da wohne ich,
fertig. Und dann bekommt ihr eine Rechnung, vorher sage ich jetzt mal, nur gesagt zu haben, RWE. In diesen 4,32 Sekunden, schwuppdiwupp, habt ihr da Yellowstrom oder keine Ahnung, 4,32 Sekunden ist der Name geändert. Mehr nicht, der Rest bleibt. Und jede Firma hat da ein anderes Zettelmodell, damit das nicht so auffällt. Ja, dann könnt ihr erstmal gucken, kommt man damit überhaupt klar. Der eine hat eine Tortengrafik, wie viel hast du da verbraucht? Der andere hat eine Zahlenkombination. Ey, 4,32 Sekunden und dann ist der Name geändert und dann läuft das. So, durch diese Änderei verdienen die Leute richtig Schweinegeld. Mehr ist das nicht. Und deswegen ist das eine riesengroße Lüge. Warum lassen wir uns von Strom, von Digitalen so abzocken? Ich verstehe es nicht. Gut, ist okay. Die ab 1980 geboren haben ja jetzt das Sagen. Ein 31-jähriger Staatskanzler in Österreich hat jetzt das Sagen. Er zeigt jetzt mal, wie das geht. Die Fotos müsst ihr euch mal angucken, wie lässig da. We are the new generation. Wir ziehen das jetzt hier locker vom Hocker. Wir zeigen den Alten, wo sie hingehen. Nämlich weg, weg, ab 50, tschüss, wollen wir nicht mehr. Wir hier, wir 30 bis knapp 50, wir haben jetzt das Sagen. So, unheimlich viele, die um die 60, sind aus der FDP zum Beispiel rausgegangen, weil da auch so ein 38-Jähriger das Sagen hat. Der Herr Lindner hat das Sagen, FDP hat das Sagen, ja. 31 Jahre Kanzler, 38 Jahre Firmenchef. Boah, ey, wir sind es, wir sind die Newcomer, wir zeigen euch, wo es lang geht. Meine lieben Freunde, wir denken jetzt so um die 2000 Jahre, weit über 2000 Jahre, die schon geflossen sind. Und was da alles geflossen ist und was da alles passiert ist. Könnte sein, dass bei der Jugend ab 30 aufwärts die Synapsen durchbrennen. Ja, wir haben Weltkrieg, hä, ihr habt gar nichts. Ihr habt weder einen Weltkrieg, ihr habt weder den richtigen Mauerknall da, ihr habt weder 40 Jahre im Westen oder 40 Jahre im Osten gelebt, ja. Ihr seid jetzt an der Macht, ab 30 aufwärts, alle die ab 80 geboren, also 1980 geboren aufwärts, die gerade mal 9 Jahre alt waren, wie die Mauer fiel, haben ja mit dem Mörtel gespielt oder mit dem Hämmerchen da, ja, ich reiß die Mauer ein. Also, mir fällt nur auf, dass Abzocke, ja, digitale Abzocke, durch und durch Fernsehabzocke mit digital, Rundfunkabzocke mit digital, Rundfunkgebühren, IAK als Abzocke bei Klein- und Kleinstfirmen und bei den Otto-Normalverbrauchern ist der Strom wirklich nicht mehr zu bändigen, nicht mehr zu leisten, besonders wenn Vertragsbrüche passieren und man einen Anwalt aufsuchen muss. Die Anwälte sind ja auch, mit zwei unterhält man sich, 3 Aussagen bekommt man, nimmt man sich ein, geht vor Gericht, ist ja dann nur am Rumbrabbeln. Hallo, Vertragsbruch. Ey, ein Vertrag, nicht 2 Verträge. Ja? Wenn ich anrufe, das ist bei Vodafone nämlich auch passiert, hat eine ältere Dame bei Vodafone angerufen, hören Sie mal, hier ist irgendwas mit dem Vertrag nicht in Ordnung. Hm? Da wurde aus einem Vertrag, der nicht rechtsgültig war, schnell 2 Verträge, die nicht rechtsgültig waren. So, oder ihr fahrt bei Lidl oder Aldi oder so drauf und überseht herzlich willkommen. Denn über herzlich willkommen steht nämlich ganz klein geschrieben, wie man da parken muss. Man muss nämlich eine Parkscheibe rausholen, da reinlegen, hat man es nicht. Kostet euch das 30 Euro. Und weil das Privatgebiet ist, dürfen die das. Und wenn man fragt, warum kostet denn 9 Minuten Einkauf 30 Euro Strafe, nur weil ich nicht da irgendwas reingelegt habe, bei Lidl und bei Aldi und so und bei Rewe und bei Real und wie die alle heißen. Ja, ja, 30 Euro. Ja, ist so. Ihr werdet abgezockt, meine lieben Freunde, und die testen euch alle, wie weit können wir gehen. So, wir haben heute etliche Fälle aufgegriffen, ZDF mit seinem Stromkack da. Das ist, ey Leute, das bringt alles gar nichts, die Rechtsanwälte bringt auch nichts. Ey, die wollen alle, du kannst keinen fragen. Auch der Verbraucherschutz ist doch, der will auch erst Geld haben. Immer muss man da am Telefon irgendeine Nummer drücken und durch das neue digitale Internet kann man da keine Nummer mehr drücken. Es piept da nichts mehr. Da kommt man also da auch nicht hin. Dann ist die Warteschleife auch ewig. Man kann zwar in HD telefonieren und der Hörer spricht auch mit dir. Du kannst heute nicht telefonieren, denn du bist nicht im Internet. Bitte geh zu deinem Router und drück den Knopf. Ja, 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 das ist heute, meine lieben Freunde. Euer Medienkanzler ist heute ein bisschen sauer darüber, weil er versucht hat, einem jungen Menschen da zu helfen, der da abgezockt wird. 1000 Euro für 2 Monate Strom, hallo,
wir haben das nachgerechnet, wir haben uns den Zähler angeguckt. Da kommt man nicht auf 1000 Euro, das geht überhaupt nicht. Aber er ist der Grundanbieter und der Grundanbieter ist eingeschaltet worden oder ist automatisiert eingeschaltet gewesen, weil die Firma SWK Energie Krefeld nicht liefern konnte. Aber der Kunde wusste das nicht. So, jetzt kommt da so ein Rechtsanwaltverdreher da und haut da rein. Einfach so über den Kopf, die Zahl jetzt, fertig aus. Jetzt wird gepfändet und so, fertig aus, wir ziehen euch vor Gericht, fertig aus. Ja, okay, wenn der Rechtsanwalt, den man da nimmt, pennt, kann man auch nichts dafür. Aber der hat gepennt, der hat gewaltig gepennt und hat diesen Menschen jetzt in eine Falle gelockt. Wenn man den dann anspricht, weg. Hauptsache hat Kohle. Nein, Bibi, 1300 Euro haben die eingesaved hier. Wir haben da mit diesem Rechtsschutz uns unterhalten und so weiter. Der Rechtsschutz hat gepennt, auch egal, nee. Nee, machen wir nicht mehr, wir wollen davon nichts mehr hören. Hallo, diese junge Frau soll nicht nur die Rechnung bezahlen des Richters, nicht nur die Rechnung bezahlen von dem Anwalt, der Mist gebaut hat, nein, auch die Rechtsschutzversicherung, die Mist gebaut hat. Ja, also eine Verkettung von Umständen, die halt heute in unserer Justiz, die total überarbeitet ist, wo Richter fehlen, wo Staatsanwälte fehlen, wo überhaupt man sich fragt, wozu gibt es die denn? Denn die ganzen Scheinurteile ohne Unterschrift, ohne alles, die kann man verfeuern, die kann man in die Tonne treten. Die können wir einfach nicht dulden. Die Sache ist wirklich, wir alle werden gefordert, mal endlich Flagge zu zeigen. Ey, bis hierhin noch nicht weiter. Irgendwann ist doch mal Schluss hier. Auf eine Art in Berlin verloddert alles. Zigtausende von Erwerbsminderen, sag ich jetzt mal, Obdachlosen. Etliche Obdachlosen, wo da wieder einer im Rampenlicht ist, Frank Zander im Rampenlicht, dann wieder seine Weihnachtsshow macht für Obdachlose und die freuen sich, dass wenigstens einer einmal im Jahr fettes Essen auf den Tisch durch Frank Zander. Ey, das kannst du alles nicht sagen, wir haben eine riesen Showblase, Dann kommt so ein Abgeordneter und sagt, ARD, weg, wir brauchen nur ZDF, ARD brauchen wir nicht. ARD kann eine Landessache werden, pro Land kann ARD da irgendwas machen und ZDF ist der obere Guru, fertig aus, Mickey Maus. Ey Leute, weg mit der Gebühren, weg mit diesen Lügen, weg mit der IHK. Die IHK hilft auch keinen Klein- und Kleinstunternehmer. Die ziehen euch einfach nur das Geld raus. Ihr nehmt gerade 5 Euro ein, Schub ist alles weg und dann müsst ihr auch noch 10 Euro mitbringen. Ey, das kann doch alles nicht sein. Also wenn ihr nicht auf die Barrikaden geht, euer Medienkanzler ist jetzt mal als Captain Rex auf die Barrikaden gegen einen Rebell. Ein richtiger Rebell, also richtig nach den Disney-Rebells, mal so richtig losgehen. Manchmal wirklich aufstehen und sagen, ey Leute, bis hierhin und nicht weiter. Was treibt ihr denn da oben? Die ganze Geschichte mit AfD und KKG und die Linke da, die Rhabarber und ich will aussteigen, ich will einsteigen und so weiter und so fort. Ich, die Grüne, gehe raus und schwuppdiwupp ist Neuwahl und dann kriegt die CDU eine Lasche, weil sie reingegangen und so weiter. Ey Leute, was geht denn hier ab? Das ist so ein riesen Possenspiel, ist so richtig Theaterbühne da, was da abgeht. Wenn man mal sich richtig in Facebook reinarbeitet, sich mit Herrn Söder unterhält, wie er doch Bayern sieht und wie Herr Söder doch wirklich an dem Stuhl seines Vorgesetzten sehe ich wie so ein Weltmeister, um selber auf diesen Stuhl Platz zu nehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Politik und so weiter ist an sich nur ein Arbeitsplatz. Frau Merkel und Co., das sind Bürger, die wir wählen als Bürger, die das Bürgerliche für uns Bürger irgendwie breit treten sollen zum Wohle aller Bürger, aller Bürger. Und wenn da solche Sachen sind, da mit Islamierung, ich will das, ich will dies, ich will jedes. Ey Leute, das ist doch kein Einwandern. Einwandern ist doch irgendwie was anderes, oder? Ich bringe doch irgendwas mit. Von mir aus Papier, ist mir egal. Aber ich bringe was mit, um irgendein Land. Sag mal, werdet jetzt Syrer oder so? Ich werde jetzt Syrer, dann würde ich dem syrischen Volk doch helfen, aufzubauen. Ich würde syrisch werden. Ich würde so syrisch werden, dass ich wirklich Syrer wäre. Obwohl ich nie dort gewohnt war und wäre. Aber ich bin eingewandert. Bin eingewandert, um Syrien aufzubauen und so weiter und so fort. Aber hier kommen die alle rein. Egal, was sie sind, die machen sich breit, du mach dich weg, ne? Und so weiter. Ja? Und dann kommt irgend so eine Chemiekeule da mit den 4 Buchstaben und so weiter und so fort. Dann deckt einer auf, dass die NSDAP daraus, damals die FDP, 60 Jahre circa alt, daraus geworden, ey Leute, die kamen früher alle aus diesen Klabang da. 1948 war Stunde 0. Stunde 0 ist Stunde 0 im Jahr 1948 und dann wurde hochgefahren. Es wurde hochgefahren, es lief. Heute haben wir eine riesengroße digitale Blase, die sich Geld nennt. Einmal reinpieksen, puh, ist alles weg. Alles weg.
ist dann auch der Ärger weg. Keine Ahnung. Also die Stromanbieter zocken euch ab, die Telekom-Anbieter, also die Tele-Anbieter, ob nur Telekom 1 und 1 und was weiß ich nicht, die ziehen euch das Fell über die Ohren. Freenet TV zieht euch das Fell über die Ohren, da kennen die nichts, da ziehen die euch gnadenlos durch. Und wenn ihr das erlaubt, naja, dann müsst ihr auch mal zum Rebellen werden. Aber zum richtigen Rebellen und nicht zum, was weiß ich, Rebellen werden, um Geld zu verdienen. Nein, ihr müsst einfach mal sagen, hey Leute, es kann doch nicht sein, dass wir einen deutschen Anwaltsverein haben, der nicht helfen darf. Dass wir Fernsehen haben, die nicht helfen dürfen. Dass wir Rechtsschutz haben, die halt wissen wollen, ob du gewinnst. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich in die Zukunft gucken oder was? Sonst unterstützen sie nicht, aber die nehmen dein Geld. Alle nehmen dein Geld. Alle. Ja, der Verein, das ist das Wort ja schon. Anwaltsverein nimmt dein Geld. Veribox nimmt dein Geld. Ja, der hier wird das Geld abgezogen. Fernsehen hier wird dein Geld abgezogen. Meine lieben Freunde, es lohnt sich doch alles gar nicht mehr. Steht auf und denkt drüber nach. Ich weiß. Noch einmal, die hat 1980 geboren. Die haben das Sagen. Die Rechtschreibfaschisten, die immer nur darauf achten, dass die Buchstaben richtig liegen, dass man sich bloß keinen Fehler, keine Blöße, kein gar nichts erlaubt. Leute, lieber mit einem nackten Arsch und dicken Furz durch die Gegend laufen, wie ungesund, sich Tabletten reinzupfeifen, um nicht zu furzen und so weiter, wenn ihr versteht, was ich meine. Seid doch einfach mal ehrlich zu euch. Seid doch einfach mal ehrlich zu euch. Ne? Nicht nur dabbeln, sondern auch mal das Ding da ein. Ja? Jedenfalls stimmt doch hier nicht. Da kann doch nicht stimmen, dass das so ist. Ja, es ist. Ihr alle werdet getestet, jeder Einzelne von euch. Wie weit können wir gehen, um bevor ihr anfangt, nervös zu werden? Ja? Ich merke schon, die Firmen, ob Strom, digital etc., auch die Politiker, die sind schon weit drüber. Weit drüber. Die wissen schon gar nicht mehr, wie sie zurückkommen sollen, bevor das ganz, ganz groß kracht. Wir müssen nicht warten, ob die beiden Herren da, Korea und Amerika, sich plätten und uns hier gasmäßig oder atommäßig platt machen. Nee. Das kann auch mal, wie gesagt, auch anders rumsen. Aber wir Alten sind ja nun mal raus. Vielleicht so ein Jungspund, der, wie gesagt, 80er Jahre geboren und jetzt das Sagen hat, kann vielleicht mal nachdenken, oh, ja, das könnte stimmen, so ein alter Mann hat da mal was gesagt. Ne? Auch Einstein hat viele Sprüche von sich gegeben. Wenn man Einsteins Sprüche mal nachverfolgt und drüber nachdenkt, was Einstein da so gesagt hat, nicht nur die Theorie, nee, auch andere Sprüche, ist der, um scharf zu sein, um ein Schaf zu sein, musst du erstmal ein Schaf werden, um ein Schaf zu sein. Wenn ihr mal drüber nachdenkt, ja, ein schwarzes Schaf ist nur mal ein schwarzes Schaf, ein weißes Schaf oder ein bräunliches Schaf, man muss aber erstmal eins werden, um in dieser Schafherde blökend daherzulaufen. So geht an sich alles in der Wirtschaft, in der Politik, ja, aber naja, ich war einfach nur sauer, dass so eine Firma da die Leute abzockt. Ist nicht nur die, die anderen auch, die gesamten Stromanbieter pfeifen da die Leute durch den Wind. Also ist schon heftig. Und dieses dauernde Wechseln innerhalb von 4,32 Sekunden. Ich habe recherchiert, deswegen weiß ich das alles. Ja, ich weiß auch, dass diese Firma auf Ranking 108 ist. Die 13,4 teurer sind in die Norm in Nordrhein-Westfalen. Und die Firma selbst 9,5 teurer ist. Ja, wie alle anderen. Ja, die wirklich noch nie genannt wurden, die noch nie genannt wurden, die ganz weit oben sind, ja, die ganz kleinen Firmen, ja, wo der bei 0, ist, bei 0,2%, ja, also die unter der Norm liegen, die werden nicht genannt, die werden auch nicht nach oben gefahren. Und dann da könnt ihr dann hingehen. Da habt ihr dann vielleicht Glück, dass euer Strom dort nicht so teuer ist. So, ich bin einfach mal aus der Haut gefahren, euer Medienkanzler wurde ein bisschen wütend über die Abzocke. Ich werde mir morgen da auch einige Obereintreiber da mal zu Gemüte führen, denn auch so ein Obereingefreiter da, der das Geld kassiert, ja, ein Gerichtsvollzieher, ist seit 2012 eine Privatperson, die privatisiert, den Arm des Rechtes ausübt, aber privat, ja, und nicht amtlich. Seit 2012, auch hier in Nordrhein-Westfalen, ist der Gerichtsvollzieher eine private Person und kein Beamter. Das ist auch so eine Sache. Ja, und auch das Richterliche nicht unterschreiben, weil sie überfordert sind. Ja,
nicht genügend Richter, wir haben nicht genügend Staatsanwälte. Das ist so. Das läuft alles am harten Limit. Und so ein kleiner Mensch, vor allen Dingen ärmlicher Mensch, der muss den ganzen Quatsch aushalten, was so ein großer Mensch, ganz weit oben, ein Banker oder so, das jahrelang, bis zu 10 Jahre, jawohl, bis zu 10 hinauszögert durch Beweislast, Beweislast, Beweislast. Und irgendwann sagt der Richter, ups, dann ist ja alles abgelaufen, tschüss. Und dann kriegt derjenige ein lachendes, nicht nur eine Rolex aus purem Gold, nein, er kriegt auch noch Rente und nachgeschmissen und was weiß ich, war höchstens ein Jahr im Amt und all solche Sachen kriegt dann jeden bis zum Gegner. Die Frage lautet auch, warum braucht ein Intendant 320.000 Euro im Jahr? 320.000 Euro im Jahr für einen Intendanten beim Fernsehen? Was macht der denn? Was macht der denn? Was macht der denn? Oder machen die überhaupt? Warum müssen die überhaupt Beamte sein? Warum müssen die überhaupt beamtet werden? Wozu brauchen wir das Ganze alles? Wenn im Gericht die Herrschaften privat unterwegs sind, wenn so ein Geldeintreiber, wie gesagt, privat unterwegs ist, wenn auf dem Parkplätzen für 30 Euro Billett bei Lidl, Aldi, Rewe und Co. Für 30 Euro private Leute die Kohle einkassieren. Ey Leute, das sind Wirtschaftszweige, da müssen wir wirklich mal drüber nachdenken. Wir werden ausgeraubt, wo wir daneben stehen und keiner sagt was. Ja, gegen die Mafia war ja jeder. El Capone, um Gottes Willen. Aber der ist auch nur durch die Steuer gefallen und nicht durch seine Mätzchen, die er da gemacht hat. Einfach mal drüber nachdenken. Also, ich bin stinkesauer auf die Stromanbieter, bin stinkesauer auf die Firma SWK, Energie Krefeld, deren Rechtsabteilung. Ich habe sowas noch nie erlebt. So eine Frechheit, so eine bodenlose Frechheit. Und deswegen gehe ich dagegen vor. Ich gehe jetzt knallhart dagegen vor. Euer Medienkanzler, euer Captain Rex, der wird jetzt so sauer. Leute, von dem hört ihr dann noch. Das gibt einen Riesenknall. Ich werde sowas von stinkig. Wie gesagt, wir haben so viele Anwaltsvereine, wir haben das ZDF, ARD, wir haben die Lokalzeit. Ist doch alles Luke, was da gezeigt wird. Ist die Wahrheit. Und nichts als die Wahrheit wird nicht gezeigt. Sie wird nicht gezeigt. Euch zeigt man eine Welt einer Möglichkeit, aber nicht die Wahrheit. Und wer jetzt wirklich auch mal so in dieses da gefallen ist, mal so richtig abgezockt wurde, durch Anwälte, ja, und durch den ihren Absprachen oder weil sie es nicht konnten oder so, man kennt die Leute doch gar nicht. Ey, ich habe ein Problem, bist du so nett und hilfst mir? Ja, aber man weiß ja nicht, ob das eine Fachkraft ist. Ich habe vorhin noch mit dem Richter mal gesprochen, der Richter ist regelrecht ausgerastet, deswegen mache ich auch die Sendung. Das sind 8 Semester und die lernen alle das Richtige. Ein Richter muss erkennen, dass ein Vertrag ist. Ja, ich meine, er hat ja recht, aber die Rechtsanwältin hat das aber nicht. Nö, die hat da irgendwie was, keine Ahnung. Weil die junge Dame war unpässlich, sie konnte leider nicht mit. Also hat die Rechtsanwältin das selber gemacht. Und dann ist sie in die Hose gegangen. Ja, und dann hat auch noch diese, weil er jetzt den Namen genannt, Rechtsschutzversicherung da 5 Monate gepennt und hat dann alles grünes Licht gegeben und dann hieß es, nö, der neue Rechtsanwalt, nö, da ist der Drops gelutscht, da tut uns leid, das geht nicht mehr, das geht nicht, schade. Und hat ja auch gar keinen Zweck. Gegen den kommt man doch sowieso nicht an. Gegen einen Vertragsbruch kommt man nicht an. Da hat einer einen Vertragsbruch gemacht und da kommt man nicht gegen an. Ja, man hat doch den Beweis. Die Firma RWE hätte gern für 2 Monate 1.000 Euro. Ist das kein Vertragsbruch? Was ist das dann? Chemie oder keine Ahnung, was das ist. Chemische Mittel oder so? Ich weiß nicht. Ich bin kurz vorm Ausrasten. Echt, also, wenn euch auch sowas widerfahren ist, euer Medienkanzler wieder verzeiht, ich musste das einfach vor laufender Kamera mal raushauen. Ja, als Captain Rex musste ich da eigentlich übrigens auch verkaufen. Ist auch nicht mehr da. Wie gesagt, wir hauen die Figuren auch alle ziemlich stark raus. Wie gesagt, Darth Maul ist vorhin auch gegangen. Darth Maul wird ja bei Amazon zwischen 38 und 79 Euro gehandelt. Wir haben den exklusiven Darth Maul für 20 Euro verkauft. Der Junge war glücklich, es hat uns gefreut. Ne? Ja, und das ist schön. Das ist schön, dass es sowas gibt, dass sich Leute noch freuen. Da habe ich auch gerade einen, der hat sich auch gefreut, weil er eine wunderbare Figur bekommen hat. Und das macht uns wieder Freude. Also mir persönlich auch. Euer Medienkanzler, euer Captain Rex. Wie gesagt, es geht ja eh alles. Vorhin hatte ich noch einer, vielleicht bin ich deswegen heute so feurig. War ein wunderschöner Tag. Vorhin war auch einer da, der aus dem DC-Bereich jetzt sich offenkundig für Star Wars interessiert und jetzt vor laufender Kamera mal die Kluft erstellen möchte. Er will vor laufender Kamera die Kluft erstellen, wie er da einen Death Trooper
und ein Stormtrooper zusammenbaut aus Special-Teilen, mal ganz andere Plattenformen, Gießen und alles. Da ist okay, ganz vorbei. Wir können natürlich keine Kameras verleihen. Geht nicht. Auch vermieten geht auch nicht. Viel zu aufwendig. Das haben wir alles mal gemacht. Dann kamen die Sachen so dermaßen kaputt zurück, da ist das Geld nicht wert. So eine Kamera kostet Geld, die wir hier haben, mit denen wir hier arbeiten. Das geht also nicht. So, er kann hier hinkommen und dann drehen wir das. Und wenn ich das zeigen darf, freue ich mich, habe ich auch gesagt, wenn ich das drehen darf, zeigen darf, wie ihr da so eine Death Trooper und Stormtrooper Kostüm erstellt, vor laufender Kamera zeigt, in einem sogenannten Tutorial erklärt, wie man das machen kann, warum nicht. Gibt es alles in Englisch, ist richtig, in Deutsch muss man suchen. Obwohl in Facebook gab es auch mal so Live-Sachen, Instagram gab es auch Live-Sachen, wo das dann gemacht wurde. Den ganzen Tag haben die da genäht und alles, haben da auch ihre Kluften gezeigt. Ja, ich finde es ja toll, dass die Star Wars-Gemeinschaft wirklich wächst, dass die Star Wars-Gilde auch größer wird, ob nur im Rebell-Bereich, ob nur im Imperial-Bereich, im Sith-Bereich, im Jedi-Bereich, im Normalitätsbereich. Macht auch Sinn, macht auch Spaß. Also wie gesagt, ich war heute stinksauer, weil heute war eine Menge, sonst hätte ich die Kamera nicht angemacht und habe dann mal so rausgehauen. Und wenn ihr auch mit der Telekom, mit 1&1 und mit Freenet TV und mit den ganzen Stromanbietern da Ärger habt, Leute, ich sage es euch gerne, auch wir dürfen ja nicht beraten, aber wir sagen euch gerne, wo ihr gucken müsst, dann lest ihr das und wenn das zu euch passt, dann übernimmt ihr das und geht damit zum Anwalt oder keine Ahnung, da wo ihr hin müsst und so weiter. Aber nur dumme Antworten, denn ein Verein muss man erst beitreten. Ob nur Mieterschutz, Anwaltsverein oder was weiß ich, man muss erst beitreten und dann kriegt man erstmal die Wahrheit, ja, für viel Geld, ja. Und wenn man Soforthilfe braucht, ist man schon mal um die 100 bis 200 Euro los für die Soforthilfe, damit die sich das anschauen, damit die das durchlesen. Und glaubt mir mal, Fernsehen hilft nicht, Lokalzeit hilft auch nicht. Die erzählen da ein, aber in Wirklichkeit sind die gebunden. Weil wenn die Wahrheit raushauen, haben die schon Ärger mit ihrem Werbeträger. Das kann ruckzuck gehen. Da werden irgendwelche Werbeträger sagen, nee, mit euch wollen wir nicht mehr zusammenarbeiten. Schon haben die sehr viel Geld verloren. Und deswegen umschreiben die dort immer so. Die zeigen immer niedlich. Und was ihr da seht, das sind auch Komparsen. Kann ich euch auch zeigen, weil wir ja dazu gehören. Filmpool und Komparsen.de. Das sind Komparsen, die euch da einen erzählen. Ja? Die euch da, was weiß ich, ein Hemd erklären. Ah, oder vielmal. Ah, nee, das sind alles Komparsen, die diesbezüglich engagiert werden, um euch da irgendwelche aus den Sendungen, ja, die ganzen Sendungen, egal welche Sendung, ihr da seht, das sind Equipments, das sind, die werden vorgeschrieben, die werden abgehandelt, die werden nur umgeschrieben und dann werden die da weiter, auch in irgendeinem Camp oder 24 Stunden oder die Geissens jetzt wieder mit ihrer Neuart hin, ja, oder keine Ahnung, wer da alles einen raushaut. Ja? Aber wir hier, wir sind ehrlich, wir machen ehrliches Fernsehen, wir sagen die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, aber das will keiner sehen. Weil das will wirklich keiner sehen. Wir werden getestet, eindeutig, wie weit können wir gehen, wie weit können wir euch aus uns ausziehen, wie weit können wir euch zur Obdachlosigkeit bringen und so weiter und so fort. Was ja ist, ich werde jetzt auch wieder unterbrochen, wie immer, wisst ihr ja, wenn irgendwas ist, dann geht hier die Post ab und die Post geht hier immer ab. Also, lasst euch nicht einschüchtern, lasst euch nicht fertig machen, denkt daran, die Grenze ist irgendwann unterschritten hier, in der Arbeitslosigkeit, in der Obdachlosigkeit und irgendwann ist es auch überschritten von der Überfremdung, die auf uns zukommt. Wie weit müsst ihr entscheiden, wie weit ihr geht? Es gibt keine guten Menschen, es gibt keine schlechten Menschen, es gibt einfach nur nicht gut vorbereitete Menschen. Es gibt auch keine Arbeitslosigkeit. Das hier war auch Arbeit, vor der Kamera zu stehen, zu reden, mit euch zu flirren und auf eure Sachen reagieren. Das ist auch Arbeit. Wurde nur nicht bezahlt, also bin ich nicht arbeitslos, meine lieben Freunde. So sieht die Wahrheit aus. Aber die Wahrheit, Mann, die Wahrheit will auch kein Mensch hören.